Schönen guten Abend und willkommen zu Ihrer Lokalzeit. Kennen Sie eigentlich Ihre Blutgruppe? Falls nicht, waren Sie vermutlich noch nie Blutspenden. Das machen nämlich viel weniger Menschen, als man denkt. Nur 3% der Bevölkerung, schätzen Experten. Der Blutspendedienst des Herz- und Diabeteszentrums NRW will deshalb seit heute mit einer neuen Werbekampagne in Bielefeld daran erinnern, wie wichtig gerade jetzt das Blutspenden ist. Das ist wohl Ironie des Schicksals. Früher pierste Marc Schröder eine Zeit lang, jetzt wird er alle paar Tage gestochen. Und das, obwohl er Nadeln eigentlich nicht mag. Aber er ist Stammspender für Vollblut und Blutplasma aus voller Überzeugung. Dass viele Blutspendeeinrichtungen OWL in diesen Tagen bis zu 20% weniger Besuch haben als sonst, findet er zwar schade, aber auch verständlich. Im Falle der wirklich teilweise hohen Temperaturen kann ich das verstehen. Also manche Leute haben ja schon ohne Spenden vielleicht irgendwie Probleme, dass irgendwie der Blutdruck sinkt oder sowas. Und wenn man dann noch spendet und vielleicht noch arbeitet oder aus welchen Gründen auch immer, ich kann das nachvollziehen. Also ein bisschen schwummerig ist mir vielleicht direkt danach und dann trinke ich was und dann ist gut. So entspannt sehen das nicht alle, vor allem unter denjenigen, die bisher nicht spenden. Und weil ältere Spender irgendwann damit aufhören und gleichzeitig nicht genug neue damit anfangen, warnen Mediziner jetzt zu einem Engpass in den Blut- und Plasmabanken. Das Bielefelder Nahverkehrsunternehmen Mobil hat deshalb in den letzten Tagen eine Stadtbahn neu beklebt, die sogenannte Blutbahn, speziell für den Blutspendedienst des Herz- und Diabeteszentrums NRW in Bad Oeynhausen. Die Transfusionsmediziner dort konnten bisher zwar noch jede Notoperation mit Blutkonserven versorgen, aber ohne Gegenmaßnahmen bleibt das vielleicht nicht immer so. Da kann ich Ihnen genau sagen, im Sommer, wenn Nordrhein-Westfalen in Urlaub sind und andere Bundesländer auch sind, haben wir weniger Spender. Wir haben aber natürlich durchaus schwerstkranke Patienten, die operiert werden müssen, die einen Unfall erleiden oder. Ich glaube, es ist eine Mischung aus der einen Seite aus Nichtwissen, dass der Bedarf wirklich da ist. Es ist auch Sorge ein bisschen, dass das unangenehm ist, dass es lästig ist und dass man auch einen gewissen Aufwand dafür treiben muss. Man muss irgendwo hingehen. Und ich glaube, das kommt alles zusammen und insofern versuchen wir auf diesem Wege jetzt gegenzusteuern und das noch besser bekannt zu machen. Vor allem bei Jüngeren wie Pierre Artmann. Der ist heute zum allerersten Mal zum Blutabnehmen gekommen und will Stammspender werden. Bevor er die üblichen 500 Milliliter abgeben darf, sind es heute erstmal nur die Röhrchen für die Laboruntersuchungen vorher. Pierre Artmann freut sich darauf zu spenden, weil er dann jedes Mal 20 Euro bekommt und weil er was Gutes tun will. Das ist halt ein bisschen Taschengeld auf jeden Fall, aber hauptsächlich, weil es wirklich einfach ist, relativ schnell geht und man halt hilft. Wenn in den Sommerferien wieder die große Blutkonservenknappheit eintritt, will er spenden können. Ja, das können Sie auch machen.